Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir wieder einen neuen Teamgeist und das Thema dieses Mal ist Männerkarte. Kann man immer Ideen gebrauchen und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt und guckt, was meine wundervollen Teammitglieder für tolle Karten gewerkelt haben. Und ich starte jetzt gleich mit der ersten Karte von der lieben Petra. Und zwar hat sie eine Männerkarte gemacht mit einem ganz coolen Format, finde ich. Und sie ist auf jeden Fall für einen handwerklich begabten Mann oder jemand, der gern gärtnert oder im Garten viel macht und tut und werkelt und ist eine sehr coole Karte. Ich zeige es euch jetzt mal nah. Also der Hintergrund hier ist wunderschön geprägt, wie man sieht. Und dann hat sie hier so die Haken hingemacht und da das Werkzeug hingehängt sozusagen. Total cool. Und die Karte hat auch ein richtig schönes Format. Also die ist ein bisschen größer als die normalen Karten. Und dann macht man hier so auf, klappt die so rüber und kann dann hier runterklappen, dieses Dreieck. Und dann hat man da so ein richtig cooles Kartenformat und kriegt hier unten, hier im Innenteil noch jede Menge Grüße unter und liebe Worte. Sehr süß gemacht, auch mit den Kieselsteinen, die passen natürlich absolut perfekt da dazu und Handschuhen und einer kleinen Schaufel. Also ich finde das eine klasse Karte. Wer möchte und noch mehr unterbringen möchte, kann das auch hinten drauf noch machen. Also da ist auch noch sehr viel Platz, wenn einem jetzt der Platz von den Grüßen nicht ausreichen würde. Aber ich finde, das ist voll die coole Idee und eine richtig schöne Kartenform. Die sieht sehr edel aus mit dieser Diagonale und mit diesem Ineinander-Klapp-Mechanismus. Finde ich total schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr coole Idee. Und kann man natürlich auch super abwandeln für jeden anderen Anlass. Das ist die Materialliste, hat uns die Petra aufgeschrieben, was sie alles benutzt hat. Ich halte die Materiallisten immer ins Bild, ihr könnt euch eine kurze Pause machen und dann schauen, was ihr noch braucht oder was ihr schon habt und was man dafür verwendet. Genau, also sehr coole Karte in einem tollen Format, einfach schön. Zum Geburtstag für den Mann, der alles kann, also wie passt denn das, oder? Super cooler Spruch. Vielen, vielen Dank, liebe Petra, das ist eine super schöne Karte. Die nächste Karte ist auch sehr, sehr cool. Hier auch mit einem selber gemachten Kuvert. Ich mache vorsichtig weg. Mit diesem schönen Männerpapier. Auch sehr schön von den Farben gestaltet. Also die kann man dann hier eben so ins Kuvert packen. Und zwar ist diese Karte von der lieben Steffi. Da gibt es auch ein Anleitungsvideo auf YouTube. Das halte ich euch gleich mal rein. Von Stempelbienchen. Und die Materialliste, wenn wir sie schon da haben, dann mache ich das auch gleich. Mit dem Stempelset, mein lieber Mann. Genau, sehr cool. Und die Karte, die ist auch wieder wunderschön. Also die ist cool. Also schon von außen total schön. Ich zeige es euch mal so. Hier kann ich die Steffi nochmal reinhalten. Sogar embossed. Auf so einer dunklen Karte. Und hier vorne zum Geburtstag für einen Klassiker. Also diesen coolen Autowagen. Und das, dieser Hintergrund, der ist, finde ich auch total schön. Also einmal gestitchter Kreis und dann hier diese Rautenform, total schön. Und dann macht man das hier so auf. Guckt mal, was sich da verbirgt. Ich mache es mal nach oben. Und dann hat man hier so ein cooles Fenster. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil da öffnet sich nämlich gleich das Zauberfenster. Viel Glück auf all deinen Wegen. Ich liebe diese Kartenform. Ich habe die, glaube ich, ganz, ganz am Anfang selber gebastelt und sogar als Video für euch aufgenommen. Also wenn ihr mal in meinen ganz alten Videos stöbern geht, das verlinke ich euch mal hier oben unter dem weißen i, dann könnt ihr gucken, wie man das bastelt. Und die Steffi hat es hier noch total cool gemacht und hat hier vorne auch nochmal so ein Fenster reingemacht, dass man hier, wenn man die Banderole wegmacht, gleich ein Fenster sieht und dann guckt man, wie geht das auf und dann öffnet sich das gleich. Dann sieht man das Fenster noch ein bisschen besser, würde ich fast sagen. Das ist so cool. Ich liebe diese Kartenform. Da habe ich ganz viele gemacht. Ich weiß noch, glaube ich, keine Ahnung, bestimmt 15 Karten von der Sorte. Zu sämtlichen Anlässen, weil ich die so cool finde. Immer noch. Also Steffi, das ist so eine schöne Karte und wirklich toll als Männeridee. Ich finde gerade bei Männerkarten ist es immer cool, wenn man eine Karte hat, die noch irgendwie was Tolles kann. Und das ist natürlich schon eine sehr coole Karte. So schön. Vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Inspiration. Und die nächsten beiden Karten sind von der lieben Barbara. Das sind auch wieder zwei tolle Karten. Sehr coole Farbkombination und für einen Mann irgendwie so großes Motiv. Das macht sich richtig gut, oder? Wenn man das so hier vorne drauf
anschaut, wir wünschen alles Glück der Welt. Und wenn man es dann aufmacht, du bist spitze, finde ich sehr cool, dass es da oben noch ist. Und hier wieder wie so Mauersteine irgendwie, also finde ich total schön. Und auch das passende Kuvert dazu, das macht sich echt gut, oder? Und verwendet hat die Barbara hier diese Materialien. Und ich finde, das ist einfach eine coole Karte irgendwie. Irgendwie ist die einfach cool. Richtig cool. Vielen Dank. Und sie hat gleich noch eine zweite mitgeschickt. Auch mit schönem Kuvert passend dazu. Die ist ja auch total süß, oder? Also da ist so ein kleiner Mini-Brief. Heute ist dein Tag. Seht ihr das gut? Das ist sogar hier hinten noch geprägt. Ganz, ganz süß. Ich finde den kleinen Brief so nett. Und dann halt hier. Hallo, du bist in jedem Punkt genial. Es ist so ein bisschen wie so eine, könnte man auch irgendwie so wie so eine Kinokarte oder sowas. Oder so eine Eintrittskarte mit so mit dieser Lochung an der Seite. Sehr schön. Auch im Hintergrund hat sie hier geprägt. Seht ihr das? Kommt hier ganz gut raus eigentlich, oder? Und dann noch gestempelt. Also wahrscheinlich vorher gestempelt und danach geprägt. Das wäre, glaube ich, praktischer. Da geht der Stempelabdruck schöner. Und dieser Tag ist doppelt hinterlegt. Auch schön noch gestempelt und geinkt sogar. Die Barbara macht sich immer so viel Mühe. Ich finde die Karten immer so toll. Och, und innen auch so schön. Dann noch mit so einem kleinen Fähnchen. Ich bin schon sehr nah da heute, oder? Ich hoffe, ich bin nicht zu nah. Ich muss mal nachher gucken, wenn ich eine neue Karte anfange, wie ich da reinkomme. Dass ich euch nicht zu nah am Bildschirm bin. Aber ich möchte immer, dass ihr das gut seht und deswegen halte ich das auch immer sehr nah und versuche da, dass ihr das genau erkennen könnt. Finde ich eine richtig schöne Karte. Kann man auch für eine Frau machen, finde ich. Von den Farben ja, aber kann man für beides verwenden auf jeden Fall. Sehr cool. Und hier ist die Materialliste. Halte ich euch so ins Bild, müsste alles dran stehen. Weihnachtsstandsformen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Wieder ganz tolle Ideen. Und das ist einfach eine schöne Karte, wenn man stempeln will und sich austoben will und irgendwie passend für einen Mann und schön. Einfach toll. Vielen, vielen lieben Dank für deine Inspiration. Jetzt kommt wieder ein Päckli. Das ist von der lieben Nadine. Das sieht man gleich am rosanen Papier. Mit den Eulen. Ja, mal gucken. Und zwar, die nächsten beiden Karten sind von der lieben Nadine von Hängebauchmaus. Es gibt auch ein Anleitungsvideo. Hier findet ihr die Nadine unter Hängebauchmaus. Und hier halte ich euch gleich noch die Materialliste rein, was sie alles verwendet hat. Und zeige euch jetzt mal die schicken Karten. Oh, die sieht extra mit so einem Papier. Oh, die ist cool. Also passendes Kuvert. Und dann hier so eine richtig schöne Männerkarte. Jetzt muss ich mal gucken, ob man die. Oh, die kann man sogar aufmachen. Das ist ja eine richtig coole Idee. Ah, schön, oder? Auf dein Wohl, eine Runde Glück zu deinem Geburtstag. Das ist eine tolle Idee. Echt wunderschön. Also ganz cool. Finde ich, ich finde dieses Stanzformen-Set total schön und ich muss das einfach öfter benutzen. Mir hat das gleich von Anfang an richtig gut gefallen. Aber irgendwie benutze ich zu selten. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Idee, dass man das dann so richtig schön als Klappkarte auch noch basteln kann. Also meistens macht man das ja vorne hin, aber dass man die Jacke quasi auch ausziehen kann, ist natürlich ein Highlight. Total coole Idee, gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr schön. Dieses Weinglas ist auch noch mit Spezialeffekt. Seht ihr, wie das glänzt? Cool. Mit dem Papier im Hintergrund und auch die ganzen Blubberblasen und alles, also wirklich witzig. So quasi wie der Ober, der dann seine Jackett aufmacht und dann sagt, hier habe ich noch ein Wein. Total lustig. Ich finde die Karte total klasse. Vielen, vielen Dank, Nadine. Oh, und das ist meine Karte. Diese mit viel Sonnenschein und guten Gefühlen. Schau mal, wie schön. Schöne Farben, oder? Muss ich kurz lesen? Vielen Dank, liebe Nadine. Schön. Muss ich euch auch zeigen. Ist einfach, ist glaube ich aus so einem Set, oder? Könnte aus so einem Kartenset sein. Schnell gemacht, aber wunderschön und einfach süß. Total lieb. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Freut mich sehr. Und eine sehr coole, sehr edle Karte. Gleich wieder so verpacken. Dankeschön. Die nächste Karte ist von meinem Mann im Team. Und zwar von Cornel. Und die finde ich auch so wunderschön. Also das ist echt eine Karte, die ist total toll.
finde die ist mega schön. Sie ist mit dem wunderbaren Leuchtturm gestaltet. Ich liebe dieses Set. Das ist wirklich toll mit dem Anker. Der Anker ist da wirklich noch festgemacht. Seht ihr das mit so einem kleinen Bändchen? Hier ist gestempelt, der Hintergrund gestaltet, embossed. Das hier ist embossed und der Knoten auch. Und hier ist, glaube ich, noch mit einem Stift. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich halte es euch ganz nah hin. Nochmal so die Kanten nachgearbeitet und so ein bisschen. Ich würde sagen, der Stempelabdruck dann danach noch etwas koloriert und so. Also total cool. Hier unten so viele Punkte, die Schrift im Hintergrund. Auch insgesamt der ganze Hintergrund ist gestaltet wie so ein. Einfach wie so sandiger Sandsturm irgendwie. Total schön. Ich finde das toll. Und dann hier unten noch die Muscheln. Auch die hier mit so weißen Akzenten. Ich würde sagen, das ist sogar so ein weißer Lackstift hier. Das ist embossed und das könnte so ein weißer Lackstift sein. Finde ich eine super Idee. Und dann auch so ein bisschen die Kringel hier im Hintergrund. Ich halte es euch jetzt nochmal ganz nah vor der Linse. Ich hoffe, ihr erkennt das alles gut, weil das ist echt cool. Cool gemacht. Sehr schön. Und dann mit so einem kleinen Anker, der da wackelt. Ja. Mit einem kleinen Danke und hier hinten im Hintergrund noch die Möwen. Einfach schön. Total coole Karte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, lieber Cornel. Ja, auch wieder ganz eine neue Inspiration von einem Mann für einen Mann. Cool. Gefällt mir super gut. Vielen Dank. Und da hat man gleich so wieder Urlaubsstimmung, finde ich so. Meer und Leuchtturm und Anker und so, das ist einfach toll. Die nächste Karte ist auch wieder eine total schöne Karte. Hört ihr es schon? Und seht ihr es schon? Das ist eine Schüttelkarte von der lieben Andrea und die ist auch so hübsch. Also diese ganzen Perlen, die da drin sind, die sind einfach total toll. Die schauen aus wie Luftblasen oder so ganz tolle Perlen, einfach wunderschön und die, ach, die schunkeln halt wirklich durch den ganzen Kartenhintergrund. Total schön. Hier vorne ist zum Geburtstag. Also ich hoffe, es spiegelt nicht zu arg, weil das natürlich so eine Folie ist. Hier vorne noch ein schönes Schleifchen. Zwei verschiedene Designerpapiere im Hintergrund und gestempelt und gestanzt mit den Fischen. Total schön. Noch ein paar Luftbläschen im Hintergrund. Also eine coole Karte und eine total schöne Farbkombination. Das ist Marineblau und Karibikblau. Das macht sich total gut. Das passt richtig gut zusammen, finde ich. Hier innen auch nochmal ein bisschen gestempelt. Und das ist die Andrea. Hier findet ihr die Andrea. Und das ist echt eine coole Karte. Und ich denke, das hier vorne ist wahrscheinlich ein Briefumschlag. Also bei Stamina gibt es doch diese durchsichtigen Briefumschläge. Oder es ist sogar so eine Hülle von so Glitzerstein oder sowas. Könnte ich mir auch vorstellen. Und da kann man ganz leicht und ganz schnell so Checkerkarten machen. Also so witzig. Einfach eine coole Idee. Ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, beim Onstage oder so irgendwo kam die Idee schon mal. Da fand ich das auch schon genial und habe gedacht, das muss ich auch mal machen. Und ich glaube, das ist so gemacht. Sehr, sehr schön. Und man kann wie immer mal nicht mehr auffangen, gell? Ja, genau. Die Umschläge in Transparenz sind es. Sehr coole Idee. Ich halte euch jetzt mal die Materialliste rein. Und ihr könnt das Ganze auch nachbasteln bei der Andrea. Da gibt es nicht ein Anleitungsvideo. Schüttelkarte mal anders. Und. Also, glaube ich, ganz einfach gemacht. Also die Schüttelkarte an sich gar nicht so aufwendig wie sonst mit dem Fenster reinstanzen oder so, sondern das kann man auch locker ohne Stanze machen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Andrea. So schön. Und dann habe ich noch mal ein Päckchen. Von der lieben Heike kommt jetzt noch was. Und zwar, ich gleich mal aus, damit ihr das gleich seht. Wow. Ui, das ist ja auch cool. Also. Einmal findet ihr die Heike hier und hier. Und welche zeige ich euch zuerst? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich fange jetzt mal mit der an. Alles Gute, du heißer Typ steht hier auf dem Kuvert. Sehr witzig. Und es steht hier vorne auch nochmal drauf. Alles Gute, du heißer Typ. Und das ist natürlich wirklich witzig für einen Mann, der gerne grillt oder hier so einen. Ein Camperfreund oder einfach ein, ja, jemand, der gern irgendwo zeltet oder vielleicht einfach im Wald arbeitet oder so. Ich finde, das passt, ist irgendwie ganz cool. Und es ist mit dem kleinen Stern vielleicht auch so ein bisschen, irgendwie erinnert es mich irgendwie an Weihnachten, keine Ahnung. Vielleicht jemand, der so eine coole Socke ist und an Weihnachten einfach mal einen Grill anschmeißt oder so. Das ist mir irgendwie sehr witzig. Das fällt mir zu der Karte ein. Ich finde es sehr cool.
Witzig, oder? Und was ich auch schön finde, ist, dass man hier einfach zwei Designerpapiere, zwei unterschiedliche in Hintergrund mal gemacht hat. Nicht so wie sonst, dass man meistens eine Mattung hat, sondern eben zwei unterschiedliche und darüber eben nochmal die Etiketten gesetzt hat. Sehr witzig. Ja, das ist einfach eine passende Männerkarte. Ich halte euch mal die Materialliste rein. Und die zweite Idee, auch wieder für den heißen Typen. Viel Glück auf all deinen Wegen. Das ist irgendwie für mich auch jetzt eine Winterkarte. Keine Ahnung warum. Es ist ja jetzt gerade Sommer, aber. Also, das schaut irgendwie aus wie Schnee mit dieser Hintergrundprägung, oder? Ich finde, das ist irgendwie eine Winterkarte. Keine Ahnung. Vielleicht mit einem Sternchen oder so. Das ist ja auch eine super Idee. Man braucht ja auch Wintermännerkarten wie den. Das ist auch witzig. Was ist das für eine Stanzform, diese Ecke? Wir hatten das mal als so metallene Teile. Vielleicht ist das irgendwo als Stanzform drin. Viel Glück auf all deinen Wegen. Auch schön, gell, mit Bulli. Cool, irgendwie eine coole Karte. Und ja, irgendwie würde ich das als Winterkarte machen. Vielleicht auch, weil es hier so ein Karo-Muster im Hintergrund hat, wie so ein warmer Winterpulli und mit dem Weiß. Schön. Tolle Ideen auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Heike, für diese coolen Inspirationen. Ihr Lieben, es kommt noch eine tolle Karte. Noch nicht auflegen, wollte ich gerade sagen. Noch nicht aufhören zu gucken. Ich habe nicht eine Karte in meinem anderen Stapel gehabt und wollte gerade das andere Video aufnehmen zum anderen Teamgeist für Jugendliche. Verlinke ich euch mal hier oben. Und dann kam die Karte raus und ich dachte, oh nein, die gehört zu den Männern. Und jetzt kommt noch eine mega schöne Männerkarte, wie ich finde, von der lieben Franny. Danke, dass es dich gibt. Und die Karte ist so schön. Ich finde, die ist so klasse. Da muss man gar nicht viel sagen zu der Karte, finde ich. Also das ist mit diesen drei Stempelebenen, bisschen Gras, bisschen Vögelchen, ein cooles Schild im Borst, wie so Treibholz, Leinfaden und fertig ist eine perfekte Karte. Ich finde die wunderschön, wirklich cool. Und ich wünsche mir manchmal, dass ich auch so schöne Karten machen kann in dieser Art. Ich finde das so toll. Franny, wirklich zauberhaft schön. Vielen, vielen Dank. Auch innen noch so ein bisschen gestempelt. Einfach schön. Das ist das Material. Ja, bei der Karte muss man nicht viel sagen. Die ist einfach total toll. So schlicht und genau auf den Punkt. Wunderschön und einfach toll. Richtig was fürs Herz. Dann noch mit so einem schönen Spruch. Danke, dass es dich gibt. Alles ist gut. Also noch am Ende diese wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Fanny. Total schön und da muss ich gar nicht viel dazu sagen, weil das ist einfach eine Karte, die irgendwie das Herz berührt, finde ich. Vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen, für diese wunderschönen Karteninspirationen. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Natürlich meinen Zuschauern nochmal beim Zuschauen. Ihr könnt es ja nochmal durchgehen und nochmal gucken, wie war es und welche Karte noch und so viele Inspirationen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Kreativiert was Neues. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke drückt, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Kreativiert was Neues. Und tschüss.